Hallo Leute, der Drago ist wieder hier und wir machen weiter im Dungeon hier von Minecraft Kingdoms in einer Minecraft-Welt. Hier ist nichts, okay. Ja, wir haben recht viel schon bekommen. Komischer Loot, aber auch ja, ziemlich wertvollen Loot. Jetzt haben wir auch Hosen, super. Es ist jetzt nicht besonders schwer, also wir haben jetzt auch gute Rüstung, das ist klar. Aber es ist nicht so schwer jetzt, wie ich gedacht habe. Gedacht hätte vor allem. Und dann machen wir hier weiter. Ein extra Leben haben wir sozusagen mit dem Trank der Heilung. Wenn es mal wirklich kritisch wird. So. Ja, ein Schleimball muss ich jetzt wirklich nicht mehr nehmen. Dann lieber die Sachen reinlegen hier. Jo. Cobblestone ist wirklich wertvoll und normalen Stein. Weil die nicht in der normalen Welt eigentlich so generiert werden mehr. So. Hallo? Halt doch mehr aus. Oder wird mein Schwert langsam schwach? Na, die werden nicht schwächer, aber die werden schneller kaputt. So. Sicher. Ein gebratenes Hühnchen nehmen wir mit. Das ist wichtig. So. Ah, den Weg haben wir auch gemacht. Hier. Das nennt Zombie-Spawner. Ja. Kann man fast nicht gut erkennen. So. Da ist doch noch ein Eingang, oder? Da. Unten, also wahrscheinlich noch ein Stockwerk, müssen wir dann aufpassen, dass wir nicht Fallen auslösen. Aber das ist eigentlich gut zu erkennen, was eine Falle ist und was nicht. Und vorher die Kisten aufmachen ist sowieso nie eine gute Idee. Das machen andere Spieler eher als ich. Was soll ich mit einem Temperate Blade? Ne, nehme ich nicht mit, aber das. Ja. Das ist auch so ein Heiltrank, glaube ich. Ja. Aber macht uns natürlich auch sehr schwach. So, dele. Jetzt haben wir überall immer Spinnen. Bücher, Faden, Ladan und Knochen. Stöcke. Kann ich Stöcke mitnehmen. So. Wir brauchen sehr viele Fackeln. So, da ist nichts auf den Seiten. Das ist zum Beispiel eine Falle, die da Ding haben. Die Spans. Also. Ja. Kolben auf Deutsch. Genau. Hallo? Gib mir mal das Teil. Danke. Du weg, du weg, Druckplatte kann weg, Sodele. Ja, ja. Blöde Skelette. Nerv uns nicht. So,
Sachen hier reinlegen. Ja, ich glaube, Laudanum brauchen wir nicht so viel, hä? Da ist der Eingang nach unten. Okay. Es wird gerade ein bisschen heftig. Hier. So. Gut. Easy. Auch gut, sehr gut. Ja. Müssen wir eigentlich nicht hier weiterbleiben. Ich schätze, gibt es unten. Dann gehen wir hier runter. Das ist nichts, okay. So. Hexe ausgeschaltet. Mit Stöcken. Ich bekomme Stöcke von denen. Ja, jetzt gibt es auch mehr für Stöcke. Oh, echt viel Schaden gemacht. Hey, wie viele Hexen gibt es hier? Das sind Hexen. Oh. Shit! Du machst nur so wenig Herzen. Nein. Was ist denn das für eine Hexe? Die hat irgendwie Resistenzen. Oh je. Ah, das ist wahrscheinlich zu heftig hier. Ja, ein Quarz über die zum Absperren. Nein! Leute, was ist denn los hier? Wie viele Spawner existieren hier unten? Ah, auf jeden Fall zuerst mal wieder den Tar frei machen. Ja. Machen wir das so. Ja, zwei reichen mal. Und tun wir mal einen Schrott hier rein. Ja. Okay. Ja, die Schallplatte nehmen wir mit. Schutz 1, Protection 1, gut. So, der. Kämpfen wir um uns mal vorwärts. Schalten jetzt erstmal die Sachdinge aus. Oh Mann, no. Immer habe ich die Sachen nicht im Inventar gleich zu, also der Hotbar. Hallo Leute. Ja. Hm. Na, was macht ihr hier? Ja, was macht ihr? Hm? Ah, nicht vergiften. Oh je, ist das schwer. Machen wir doch mal ein bisschen. Ah, wir haben keine Pfeile hier. Wir müssen Pfeile rausnehmen. Da hat es keine Pfeile. Hm. Wie lange haben wir? Ding. So. Okay, ja, die hat recht gute Buffs. Wahrscheinlich Resistenz oder so etwas. K.
komm jetzt, stirb endlich. Regeneration hat die noch, oder was? Oh, schon die nächste Hexe. Okay, aber die bufft wahrscheinlich nicht weiter sich. Der Bogen ist noch zu schwach. Komm schon. Jetzt ist sie tot. Ah, der Hexenspawn. Spawnt immer neue Hexen. Ja, okay, wir gehen jetzt zurück. Die trifft uns ja soweit schon. Brauchen wir hier noch etwas mitnehmen? Glasflaschen, ja. Okay. Knochen nehmen wir noch mit. Wir nehmen gleich alles mit. So, Dele. Das, die Ding. Gehen wir wieder in die normale Welt. Boah. War schön heftig. So, schauen wir mal. Ja. Die 5 bis 10 Minuten können wir nochmals kurz in die Welt gehen und die Bibliothek suchen. Und da gar kein Brot drin, hä? Mach ich dann mal vorläufig hier rein. Und Tränke haben wir hier unten. So, so. Dann können wir hier noch die Schaufel reinlegen. Das kann ich hier hinlegen. Schallplatten sind wahrscheinlich auch eher hier angebracht, aber es ist einfach zu voll. Machen wir die Schallplatten noch bei den Waffen. So, und wir haben alles unterschiedlichen Krempel. Glasflaschen. Machen wir die Truhe noch hier hin. Und der klebrige Kolben. Machen wir auch mal hier rein. So. Also, dann gehen wir mal nochmals rein. Wir brauchen ja nicht so viel. So, das Buch ist in der. Na komm. Aber wir machen hier mal kurz einen Waypoint. So. Gehen wir mal in die andere Seite. Ich brauche noch eine Bibliothek, dann können wir im nächsten Part eine schöne große Welt, eine gute Welt machen. Wenn der Zufall so will. Weil es ist dann immer wieder ein Restzufall, deswegen wäre das Schlechtes kommen könnte. Weil die Seiten sind sozusagen Seiten von einem Buch, oder? Und man kann eigentlich, glaube ich, schon unendlich Seiten dazu machen noch. Und, ja, da könnte dann plötzlich irgendwie toxische Luft sein oder so. Oder langsam, ich hatte schon mal eine Welt, wo ich nicht abbauen konnte, weil ich immer an Abbauschwäche litt, was da diese Wächter uns geben kann in den Wasserruinen. Und ja, das ist dann negativ, oder? Man hat irgendwie etwas Cooles, will es abbauen, aber braucht Jahre dafür. Ja, ja. Ja, und zum's Essen müssen wir danach wieder kümmern. Aber hier haben wir gerade kein Glück mit
Bücherregalen, also Bibliotheken, da ist ein, nein, das ist eine Roguelike Dungeon. Wieder. Ja, ich werde bis zum nächsten Part dann auch noch einen Keller machen für die Kisten. Und die dann alles rund tun. Da ist eine Bibliothek. Gut. Super. Schön, schön, schön. Und wieder ein Rocklektor nehmen. Ja, wir enden. So. Nichts gedroppt. Ah, auf die Seite gedroppt. So. Bibliothek, ich komme. Okay, gar noch nicht so spät. Sieht immer so aus, als würde es Nacht werden. Das mag ich nicht. So, Bibliothek, was hast du für gute Sachen? Können Sie auch mal anschauen kurz. Also die letzten habe ich einfach genommen. Gar nicht gezeigt, was die haben. Zum Beispiel Blockhonig. Blitz und Donner. Oh, das ist nicht so gut. Stacheln auch nicht. Untergrund sehen, ja, ist unnütz. IC2 Kühlmittelblock. Das will ich sehen. Solche Welt will ich sehen. Ah, ja. Ja, das sind überall diese Blöcke, oder? Machen wir nur die Ecken raus. Wir brauchen nicht so viele Bücher. Die werden wir nie mehr brauchen. Ja, ah, immerhin eine Kiste. Ja, da oben ist nichts mehr. Hier haben wir noch Regenbogen. Ah, einen Regenbogen wollen wir auch machen. Nachthimmelsfarbe. Das könnte zufällige Nachthimmelsfarbe sein. Riesige Bäume. Ja, die kenne ich ja. Die kennen wir. Natürlich Magenta, East Direction. Tea Color, Green Color, Silver, Olive. Natürliche Wolkenfarbe. Wow, sehr nützlich. Ein Flower Forest ist nett. Also wenn wir dann mal Blumen brauchen. Native Biome-Kontrolle. Ich weiß jetzt nicht, was genau es ist, aber es ist wahrscheinlich wie im normalen Workaround der zufällige Biome. So. Frozen Ocean. Flower Forest nehmen wir raus. So, dann werde ich auch für den nächsten Part noch ein paar Sachen raussuchen aus den anderen Ordnern. Und, ja. Dann beende ich den Part. Schlafen wir. Und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder mit ein bisschen Heimwerken. Und ich könnte ja mal Welten generieren, einfach bis dann eine gute Welt kommt. Oder, ja. Oder das kann warten, weil wir dann mit den Seiten eine Welt erstellen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago. Ist recht spannend momentan wieder. Ah ja, schön. Tschüss.